Was machen Sie jetzt mit diesem zweistelligen Ergebnis? Welche Verantwortung erwächst für Sie daraus? Wir machen das, was wir in den anderen Landtagen und im Bundestag auch schon machen, nämlich gute, konstruktive Oppositionsarbeit. Wir haben erstmal unsere Wahlziele allesamt erreicht. Wir wollten in den 16. Landtag einziehen. Wir sind in den 16. Landtag eingezogen. Wir wollten deutlich zweistellig abschneiden. Das haben wir auch geschafft. Hier haben wir lauter glückliche und zufriedene Gesichter. Es ist ein Wahlerfolg auf ganzer Linie, den wir haben. Ich will noch mal an meine Frage erinnern. Volker Bouffier hat dazu gesagt, die AfD stellt sich hier so ein bisschen als Erbschleicher dar, von das Erbe von Alfred Dregger. Was bieten Sie ihm jetzt an? Bieten Sie ihm an, in eine Koalition möglicherweise einzusteigen? Ich glaube, die Frage wird sich nicht ernsthaft stellen, sondern die CDU will das nicht. Und wir sehen im Moment auch keine Grundlagen für eine solche Zusammenarbeit. Nein, unsere Rolle ist bis auf Weiteres die einer sehr starken Oppositionspartei. In der Oppositionsrolle werden wir unsere Vorstellungen darlegen und werden sicherlich damit weitere Zustimmung ernten, weil die Menschen im Land dann mit der Zeit auch merken, auch die, die uns jetzt noch ablehnend gegenüber eingestellt sind, dass wir eine sehr konstruktive Arbeit machen und dass die steten Verleumdungen, die auch aus der Ecke von CDU, sowieso von den anderen kommen, so überhaupt nicht stimmen.